Mit wolkenbruchartigen Regenfällen meldet sich der Monsun zurück. Er hätte sich eigentlich schon im Vormonat Juli austoben sollen. Was uns aber nicht daran hindert, unsere Teepause zu genießen. Wir erreichen das Wildschutzreservat Chimoni. Hier leben unzählige Arten von gefährdeten Pflanzen und Tieren. Völlig durchnässt kommen wir nach einer Stunde Fußmarsch durch das triefende Grün in unserem Zeltcamp an. Einige Ureinwohner von dem hier ansässigen indigenen Stamm, die Sam als Helfer zur Verfügung stehen, haben schon die Planen, Zelte, Lebensmittel und Getränke hierher geschleppt und das Lager aufgebaut. Sie sind liebenswerte, scheue Menschen, welche sich mit offenen Sinnen in der Natur bewegen und, wie wir erst später bemerken, auch uns überall beobachten und beschützen. Sam kocht dreimal am Tag für alle perfekte heimische Gerichte. Über die ganze Nacht hinweg wird ein Campfeuer unterhalten und abwechselnd hält jemand Wache, um Elefanten und andere Tiere vom Lager fernzuhalten. Am nächsten Tag können wir in aller Ruhe die teilweise aufregenden Schönheiten dieser grandiosen Natur erforschen. Und bis auf Tiger, Leoparden und Bären, welche wahrscheinlich eher uns beobachten, bekommen wir doch einiges zu sehen. Thank you.
in der Bergkette der Western Ghats in 1525 Metern Höhe, umgeben von grünen Teeplantagen und tropisch üppigen Wäldern mit faszinierender Flora und Fauna. Das angenehme Klima und das koloniale Ambiente erinnert noch immer an das britische Empire. Die Plantagenbesitzer wohnen heute in den Sommerhäusern der Engländer und treffen sich in deren ehemaligen Clubs.